So, das wird jetzt hier ein ich habe nicht geplant, jetzt noch ein Video zu machen, aber ich muss das jetzt kurz machen. Ich muss das jetzt kurz machen. Das wird ein Rant. Und zwar ein Support-Rant. Und zwar, es geht hier um ein Video. Knechtel, Tilma Knechtel, der Typ von Trau kein Promi. Kluger, ich wünschte, ich wäre so belesen, wie gewisse andere Leute. Der Punkt ist, er rantet hier gegen solche Tempelchristen hier wie MCM. Und ich, schau dir das an. Ich lasse das jetzt nicht alles laufen, weil das würde zu viel Zeit brauchen. Aber der Punkt ist, er hat hier in den letzten 5 Minuten, alles, was er sagt, ist völlig korrekt. Er führt aus, dass das Alte Testament nichts mit dem Neuen Testament gemein hat, dass das Neue Testament, das Evangelium, die Christuslehre, dass das im Gegensatz steht zu all der Barbarei im Alten Testament. Er führt aus, dass Jesus sich gegen die Welt wendet, gegen die Herrschaft in dieser Welt, statt für sie zu sprechen, wie der Tempel. Okay, der Papst krönt die Könige. Halt dir das immer präsent, weil das ist von der Ordnung her sehr wichtig zum Verständnis, wie das hier unten alles organisiert ist. Der Tempel gehört zur Weltmacht. So, und der Punkt ist, er hat jetzt hier in den letzten 5 Minuten wunderbar dargestellt, dass das AT und das NT, dass diese zwei Schriften in einem Buch namens Bibel vereint sind. Das ist ein Skandal, weil diese zwei Schriften, respektive es ist ein Kompendium, aber das Alte Testament und das Neue Testament haben nichts miteinander zu tun. Das Alte Testament handelt von Jehova, vom Gott der Juden. Es richtet sich an Juden. Es ist voller Gesetze für Juden. All das hat Christen nicht zu kümmern, weil Christen glauben an Jesus. Okay? Er ist unser Herr. Er ist eins mit dem Vater. Jesus Christus ist der wahre Gott. Was kümmert mich der Gott der Juden? Sie glauben gar nicht an Jesus. Was kümmert mich die Juden? Was kümmert mich ihr Glaube? Es tangiert meinen Glauben nicht. Okay? Und der Punkt ist, er hat das jetzt wunderbar dargestellt und er hat da völlig korrekt ausgesagt, dass die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, das ist das Wunderbare. Du hast zuerst das Alte Testament. So, Ende. Dann kommt das Evangelium, das Neue Testament, die Christuslehre. Und ans Ende all dessen packen sie die Offenbarung des Johannes, die nichts anderes ist als eine Offenbarung, respektive eine Prophezeiung, eher eine Prophezeiung bezogen auf den Messias der Juden, bezogen auf den Messias, auf den sie warten. Diejenigen, die Juden, die nicht an Jesus glauben. Sie warten noch heute auf den Messias, denn sie glauben Jesus nicht. Ihr Messias muss nämlich das Weltreich bringen. Er muss Zion bringen. Er muss die Herrschaft über alle Völker bringen. Er muss den Tempel bringen. Jesus hat den Tempel nicht gebracht. Im Gegenteil, er hat ihn. Ja, whatever. Sie warten nach wie vor auf den Messias. Und von diesem Messias kündigt diese Offenbarung des Johannes. Dieser Johannes im Übrigen hat nichts gemein mit dem Evangelisten Johannes oder dem Johannes dem Täufer. Das sind verschiedene Personen. Die Offenbarung des Johannes ist eine separate Schrift. Und sie ist eine ursprünglich kabbalistische Schrift. Sie wurde lediglich christianisiert. Der Messias der Juden wird in der Offenbarung des Johannes Jesus Christus genannt. Aber es ist nicht Jesus Christus, sondern es ist der Messias, auf den sie warten. So. Und das ist eine, ja, so verhält es sich. Okay. Und der Punkt ist, er hat das jetzt hier alles wunderbar und völlig korrekt argumentiert. Und jetzt fährt er fort und es kommt ihm in den Sinn, dass die 10 Gebote auch im AT stehen. Okay, hören wir uns das kurz an hier. 100% mit dir in einer Meinung bin, aber diese libertären Christen glauben an die guten Sachen, die Jesus gesagt hat und nehmen die sich zum Vorbild und glauben nicht an diesen Endzeit-Schwachsinn. Sie glauben nicht an das Alte, also sie glauben schon daran, das ist das Problem mit ihnen, aber sie fokussieren sich vor allem darauf, was Jesus gesagt hat, und deswegen sind sie in Anführungszeichen gute Christen. Das heißt,
sie sind sehr nahe am Libertarismus, weil sie eben die 10 Gebote, gut, klar, die, also, ja, gut, die 10 Gebote stehen da auch drin im Alten Testament. Wait. Das ist natürlich... In diesem Moment knickt er ein. Wegen den 10 Geboten. Okay. Schmeißt Steine, aber fick die 10 Gebote. Ich sag dir jetzt mal was. Okay, Moment. Hier sind diese hochheiligen 10 Gebote. Der Punkt ist, für Christen sind diese 10 Gebote nicht relevant. Sie sind, du musst mich jetzt richtig verstehen, sie sind nicht evident. Nicht evident, sondern selbstverständlich. Diese 10 Gebote sind Gebote für Barbaren. Es sind Gebote für Barbaren, die im Alten Testament vorherrschen. Es sind Gebote für die Juden. So, Jesus, wir glauben an Jesus, okay? Ich glaube an Jesus. Das macht mich zum Christen, weil ich an ihn glaube. Jesus hat alle Gebote erfüllt. Jesus hat alle Gesetze erfüllt. Er hat all das für mich erfüllt. Und durch ihn kann ich erlöst werden, weil er all das erfüllt hat. Das ist nicht menschenmöglich. Es ist nicht menschenmöglich. Es sind nicht nur die 10 Gebote. Es sind 600 plus Gesetze, die gelten. Aber für einen Christen sind diese Dinge zwar nicht außer Kraft gesetzt, weil diese Welt existiert ja weiterhin, aber sie werden nicht mehr zur Richtschnur, sondern Jesus ist nun der Richter. Der Glaube an ihn bedeutet die Erlösung. Wer nicht an ihn glaubt, hat keine Chance, auf dieser Welt erlöst zu werden. Okay, nun diese 10 Gebote. Fick die 10 Gebote. Ich meine, schau dir das an. Wie gesagt, das sind Gebote für Barbaren. Ein Christ braucht das gar nicht. Denn ein Christ hat den Geist des Lebens. Er weiß all diese Dinge. Er braucht keine Gesetze, die ihm das vorschreiben. Hier, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nun, ich glaube an Jesus. Glaube ich noch an andere Götter? Nein. Muss ich ein Gesetz haben, das mir das vorschreibt? Nein, es ist selbstverständlich. Du sollst dir kein Bild zum Anbeten machen. Nun, bete ich zu irgendwelchen Götzen? Nein, ich glaube an den lebendigen Geist. Ich glaube an Jesus. So, werde ich irgendein Bild also für einen Gott erachten? Irgendeine Götze? Selbstverständlich nicht, weil ich bin Christ. Ich brauche kein Gesetz, das mir das vorschreibt. Ich sehe das aus eigener Kraft. Im Namen Jesus Christus. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Bin ich ein Barbar, der so ein Gesetz braucht? Wenn ich an Jesus glaube, werde ich über Jesus fluchen? Wenn ich wirklich an ihn glaube, wenn ich ihn liebe, werde ich böse über ihn reden? Nein, werde ich nicht. Ich liebe ihn ja. Ich brauche kein Gesetz, das mir das vorschreibt. Es ist selbstverständlich. Du sollst den Feiertag, ja, das ist eine nette Übersetzung. Das ist jetzt, wie gesagt, das sind Gesetze, die ich an die Juden richten. Und ich rede jetzt nicht von Feiertag, sondern vom Sabbat. Du sollst den Sabbat heiligen. Der Sabbat ist der Tag des Saturn. Die Juden nennen Saturn Shabtai. Und Shabtai und Shabbat haben exakt die gleiche Wortwurzel. Der Tag Gottes im Judentum ist der Tag des Saturn. So, das, wie gesagt, diese Gesetze richten sich an Christen. Und das ist nun für die Moseskinder, die Abrahamkinder relevant. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Bist du so ein Barbar, dass du deinen Vater totschlägst und deine Mutter erwürgst? Bist du so ein Barbar, dass du schlecht über deinen Vater sprichst und deine Mutter eine Hure nennst? Irgendwie sowas? Tust du das? Nein, du tust das nicht, denn du liebst ja deine Eltern. Verstehst du? Das sind kein Mensch aus unserem Kulturkreis, falsche Verortung, aber du weißt, was ich meine. Niemand braucht so ein Gesetz. Das sind Gesetze für Barbaren, die nichts kennen, für Mörder und Lügner. Die brauchen solche Gesetze, weil sie es sonst nicht lernen, weil sie nicht den Geist haben, um die Wahrheit fassen zu können. Sechstes Gebot, du sollst nicht töten. Was sind das für Leute, die ein Gesetz brauchen, das ihnen sagt, du sollst nicht töten? Brauchst du ein Gesetz?
damit du nicht morgens aus dem Haus gehst und irgendwelche Leute totstichst oder mit dem Auto überfährst, brauchst du ein Gesetz, das dir das verbietet. Nein, du brauchst das nicht. Du bist kein Barbar. Unnötiges Gesetz. Du sollst nicht Ehe brechen. Muss dir gesetzlich vorgeschrieben sein, dass du deinen Partner nicht betrügst? Oder sagt dir nicht dein Herz, dass es falsch ist? Du weißt, dass es falsch ist. Du brauchst kein Gesetz dafür. Diese Leute schon. Diese Leute schon. Das ist der Unterschied. Du sollst nicht stehlen. Brauchst du ein Gesetz, das dir vorschreibt, dass du nicht stehlen sollst? Oder weißt du schon von klein auf, dass es falsch ist, das zu nehmen, was nicht dein ist? Dein Gegenüber irgendetwas zu stehlen. Okay, vielleicht weiß man es nicht von Beginn weg. Aber du lernst es. Du bist fähig, das zu fassen, dass Diebstahl falsch ist. Du brauchst kein Gesetz, das dir das sagt. Es ist bereits in dir. Du bist dir dessen bewusst. Du brauchst dieses Gesetz nicht. Du lebst es. Du lebst es. Weißt du, was ich meine? Du sollst nicht falsch reden über deinen Nächsten. So, okay. Man kann über Leute hinter ihrem Rücken reden und stuff. Menschen tun das. Ist es richtig? Ist es richtig? Nein, du weißt, es ist falsch. Selbst wenn man es dann und wann tut. Du weißt in diesem Moment, es ist ja auf irgendeiner Metaebene bewusst, es ist falsch. Du bist ja dessen lebendigst bewusst. Du brauchst kein Gesetz, das dir das vorschreibt. Du weißt es von alleine. Du sollst nicht begehen, deines nächsten Vibe haben, gut. Okay, check dieses Gebot. An was für Barbaren sich solch eine Gesetzgebung richtet. Muss man dir das gesetzlich vorschreiben? Dass du nicht die Frau eines anderen Mannes begatten sollst? Dass du nicht sein Haus klauen sollst und sein Auto dir aneignest, obwohl es dir gar nicht gehört? Musst du ein Gesetz haben, das dir das vorschreibt? Nein. Du weißt, dass das falsch ist. Du brauchst kein Gesetz. Was sind das für Leute, die solche Gebote brauchen? Ich kann dir sagen, es sind keine Christen. Ein Christ braucht keines dieser 10 Gebote. Ein Christ braucht den Glauben an Jesus. Und wer in diesem Glauben lebt, in dem ist all das bereits erfüllt durch Jesus Christus, weil er, dieser Mensch, ein Bewusstsein dafür hat, was richtig ist und was falsch ist. Diese Leute hatten das offenkundig nicht. Darum brauchten sie diese 10 Gebote. Aber im Christentum sind diese Gebote nicht länger relevant. Was im Christentum relevant ist, sind 2 Dinge. Glaube an Jesus Christus und liebe den Vater im Himmel über alles. Liebe deinen Nächsten. Ja, okay, es sind 2 Dinge. Ich habe das jetzt, ist im Grunde das Gleiche, okay? Liebe Jesus Christus, weil der Sohn und der Vater sind 1. Okay, liebe Gott über alles. Das ist im Grunde das gleiche Gebot. Und zweitens, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, sei nicht egoistisch. Gönn auch dem anderen. Ich muss dir das gar nicht erklären. Du weißt selber, was damit alles gemeint ist. Aber that's it. That's it. Alles baut auf den Glauben an Jesus. All dieser alttestamentarische Quatsch. Plus diese verbogene Offenbarung des Johannes, die überhaupt kein christlicher Text ist, sondern ein kabbalistischer, endzeitmessianischer Text, der lediglich für den Bibelkanon christianisiert wurde. Fuck that. Relevant ist das Evangelium. Relevant ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. That's it. Okay, kurzer Support-Rant hier. Ciao.